Grüß euch, jetzt bin ich wieder, der Schorschi. Ja, heute schaue ich ein bisschen anders aus als sonst. Und die Brille kann ich auch runter tun, weil die brauche ich eigentlich nicht. Nur wenn ich ganz kleine Sachen anschauen muss, die ganz, ganz nah da sind, dann ziehe ich es einmal kurz auf. Und dann habe ich heute eine andere Montur an. Das ist die alte Jägerjacke vom Vater. Und der Hut ist auch so ein alter, der, ich weiß nicht, ob den der Vater mal gehabt hat. Oder wer auch immer, der lag halt noch rum. Und ja, am Friedhof habe ich müssen, zur Oma, ja, Kerzen anzünden, weil die brennt alle 3 Tage aus, je nachdem, wie groß das Ding ist. Heute habe ich ein bisschen was Größeres reingestellt, weil die alte, die war so klar, das ist die ausbrennende, die halten auch so kurz. So, habe ich meinen Sackerl und dann einen Friedhofs-Grabrecher, nehme ich aber noch mit, dass ich dann ein bisschen ein Bladl rausklauen kann und dann ein bisschen glatt machen kann, die ganze Angelegenheit. Ja, da bin ich aber heute eine andere Richtung rauf, also einen Berg gleich hinten auf, den ganzen steilen. Und ja, da pfeift es noch ganz schön in der Lunge, muss man sagen. Und bin da oben rum und nach oben bei der Kaserne, da ist dann der Höhepunkt erreicht. Da geht es noch leichter. Und alles andere war dann ein Kinderspiel. Da bin ich natürlich gleich an Edeka wieder rein. Allerdings auch wieder bloß zur Bäckerei vorn drin. Und die war die gleiche Dame da, die ganze nette. Hab ich gleich hin, hab gleich gefragt, was ich brauche. Sie bringt's mir gleich her. Hinten aus dann. War gar kein Problem. Dann bin ich weiter. Und ein Haufen Leute waren heute da. Ich sag's euch noch viel mehr als beim letzten Mal. Unglaublich. Und heute hab ich's auch wieder gemacht. Wie immer. Bei jedem. Tausende von Autos. Scheinbar Freitag um die Uhrzeit. Da haben wir eine halbe sechs, gell? Und dann habe ich gerade noch geschaut, dass ich zur Metzgerei gekommen bin. Und habe noch auch jeden grüßt. Grüß dich. Und vor allem mit der Fahne halt, gell? Dann immer so, Kopf nicht, grinst, nein, geschaut und Kopf nicht. Alle haben es rausgerissen wieder. Alle vom Lenkradl, ey, servus, ah, grüß dich. Ey, Wahnsinn, ey, super. Das funktioniert. Und da bin ich jetzt ganz froh. Weil dann bin ich auch gleich bei der Klostermetzgerei wieder super empfangen worden von der gleichen lieben Dingsbums. Gell, ich sage euch heute nochmal vielleicht einmal, wenn es das erlaubt. Und ja, da war aber heute, nachdem ich gekommen bin, ich bin gerade zurückgekommen, einer war noch rechts an der anderen Theke, aber hinter mir, da sind noch gleich drei, vier, fünf hinterhergefahren. Scheinbar alle noch das Fleisch vergessen und haben sie alle draußen angestellt. Ja, schön Abstand natürlich. Und aber, muss man sagen, da habe ich da halt, ich zeig's euch einmal, was da ist mit der Tüten. Also da habe ich die Semi da, habe ich da geholt vorher. Das sind so schöne Maurer oder Kartoffelsemi, so in der Richtung halt. Und dann da, das ist jetzt von der Klostermetzgerei von Scheiern. Und da habe ich natürlich was Wunderbares geholt. Habe ich gleich gefragt, ob sie ein bisschen was Besseres dabei haben. Ja, Rindfleisch. Also, da muss man sagen, also den Sack voll. Wunderbar. Das Wochenende ist gerettet. Und dann meine Liebe, die hat mir dann gleich noch zwei so Dinge rein. Habe ich sie gefragt, ob ich noch so ein bisschen auf Reserve, wenn ich noch in Landshut bin, so Gott will, am Sonntag, dann habe ich gedacht, nehme ich statt einer dann zwei mit. Wenn noch jemand kommt, dann habe ich vielleicht noch eine zweite. Dann für den Kameraden. So, das waren einmal die Sachen. Dann bin ich natürlich gleich noch in der Apotheke, also vor beim Kloster wieder raus und dann habe ich mir schnell die Clotrimazol-Creme noch geholt, weil ist für die Füße zur Sicherheit. Ich habe keinen Fußpilz, aber vorbeugen bei in die schweren Stiefel und dann stundenlange Märsche. Da brauchst du ein bisschen was danach, dass das vorbeugt gegenüber Hautpilze. Sonst schaust du irgendwann einmal, kommst du daher mit gelben Zehennagel. Das geht nicht. Ja, und da waren es nachher wieder. Heute? Oh, ein Wunder ist passiert. Wir waren freundlich. Ja, unglaublich. Man ist gleich von allein nichts zur Tür gekommen, hat es mir gleich gebracht. Alles in bester Ordnung. Die andere PTA, die noch da war, hat mich auch gleich kennt. Die haben noch nicht einmal einen Abholzettel gebraucht. Sind gleich so hintergangen und gleich wissen, was wir müssen. Wunderbar. Also da kommt man wieder gern. Ja gut, das war eigentlich schon die ganze Runde. Und dann bin ich halt am Friedhof noch gegangen, wie gesagt. Das habe ich dann danach gemacht. In Ruhe dann natürlich, gell, nach um 6.
Und hab mir das gerade noch ein bisschen gerecht und jetzt noch zünden Weihwasser rein. Natürlich, ein Weihwasser ist aber ganz wichtig. Aber diesmal war es natürlich ein Leitungswasser, weil Klosterpforten hat zu, du kriegst kein Weihwasser mehr bei uns. Und dann bin ich noch weiter und zurück bin ich noch ganz langsam extra vom Friedhof zum Kameradendenkmal hinauf zu uns. Und diesmal habe ich mir eine kleine Andacht gehalten, dann habe ich mir andersrum gedreht, die anderen den Rücken zur Straße und dann habe ich mich da vor den Grabstein gestellt mit meiner Fahne und habe da einfach ein paar Minuten innegehalten. So, und da, das hat mir auch irgendwie gut da, einmal eingedenken an wirklich das, was passiert ist in Deutschland und was unsere Vorfahren da wirklich gelitten haben. Und nicht nur die Soldaten, sondern alle vom ganzen Volk. Das darf man nicht vergessen. Und dann bin ich schön gemütlich den letzten Weg ins Tal runtermarschiert. Und da kommen einige Häuser. Rechts und links ist der Fußballplatz und das Vereinsheim. Und da ist mir gleich einer von hinten, Lieferwagen, fahrt er vorbei. Ich habe ihn rausgerissen, der hat gleich zurückgerissen. Halt aber dann beim Vereinsheim. Und dann ist er ausgestiegen, hat irgendwas gemacht am Container. Und dann bin ich gleich, hey, grüß dich, gleich gefragt, was los ist, ob sie trainieren. Und wie es halt so ist, wir haben uns super verstanden und jetzt sind wir ein Herz und eine Seele. Ja, wir haben gesagt, wir treffen uns jetzt ab und zu mal beim Trainieren, weil der Verein steht still. Leider, die müssen also normalerweise alle allein nichts irgendwo in die Wälder sich verkriechen, weil man darf ja heutzutage am Fußballplatz nicht mehr zu mehreren praktisch trainieren. Und dann haben wir verabschiedet und geht ein bisschen weiter und dann kommt rechts eine riesige, hohe, lange Hecken. Und dann habe ich mir gedacht, gut, nehme ich die Fahne ein bisschen her, schön windig war es, da hast du es wunderbar hinten gesehen und bin dann wunderbar entlang, weil ich habe es gehört, wie drinnen ein paar sich unterhalten haben, mehrere Stimmen. Und unten, wo die Hecken aus ist, da kommt dann die Einfahrt und da sind sie gestanden. Und wo ich dann rausgekommen bin, da halt, wo die Hecken aufhört, und hab ich schon gehört, ein paar Meter vorher, ja, wer ist denn das? Und bevor sie mich gesehen haben, hab ich schon wieder gesagt, ja, ich bin's, der Schorsch, der Griebischorsch, braucht's ja nicht erschrecken. Haha, dann haben sie schon gelacht, ja, servus, ja, gleich stehen geblieben, gleich wieder geratscht, wunderbar, alles in bester Ordnung. Also wir sind jetzt befreundet. So einfach läuft das. Und muss ich sagen, eine gute Geschichte mit der Fahne kann man bloß empfehlen. In Kürze wissen alle, wer wir sind. Und das ist auch ganz wichtig, weil wenn einmal ein Ernstfall ist und wir müssen ausrücken und dann kommen wir daher und die kennen uns nicht, unsere eigenen, ja, unsere Leid, dann schaut es schlecht aus. Also es sei ein guter Rat an die Generalität, ab und zu sich einmal in der Öffentlichkeit blicken zu lassen. Und nicht bloß irgendwo in Afghanistan oder irgendwo sonst wo auf der Welt. Nein, wir kämpfen schon auch an der Heimatfront. Das darfst du nicht vergessen und bald wird es Rappen in dem Land. Da könnt ihr euch sicher sein, wenn derer Regierung das Geld ausgeht, dann müssen wir wahrscheinlich wieder ein bisschen für Sicherheit sorgen. Geil, tut euch nicht gut drauf vorbereiten. Ja, und nachher, dann bin ich noch am letzten Berg rauf zu mir, das ist wieder das steile Stück. Und da war auch ein Nachbar, den kenne ich eigentlich noch gar nicht so. Saß dann da auf der, im Garten drinnen auf den Stufen. Und seine Tochter, eine ganz kleine, war vielleicht 4 oder 5, ja, wird schon 5, kann schon 6 gewesen sein, und hat halt geschaut, nein, so alt war es noch nicht, vielleicht 4, ja, 5. Und dann hat es geschaut, wer ist denn das, hat es gesagt zum Vater. Dann habe ich gleich die Antwort gegeben, ja, ich bin bloß ich, der Georg. Ich wohne da drum, da wenn du raufgehst am Berg, die Einfahrt, wenn du gerade raufgehst, da wo die Fahne steht, das bin ich. Geil, also vierte. Und schon war die ganze Sache wieder geritzt. Und dann bin ich in Einfahrt auf und schon war ich wieder daheim. Und so leicht konnte es gehen. Ja, wer es nicht nachmacht, ist selber schuld. Sag's euch gleich. Ja gut, stellen wir uns wieder her. Und bis zum nächsten Mal. Habe die Ehre.